Sehr auffällig. Das ist Gustavo. Und da macht's Rums. 3:1. Hier ist was los. Luis Gustavo, Oktoberfest beginnt doch eigentlich erst Ende September. Dann werden die Schießbuden aufgebaut. Ein Wahnsinnstor aus 28 Metern. Da haben 20 Minuten zuvor noch ein paar Zentimeter gefehlt, aber jetzt passt er genau. Ulreich ist machtlos. Auch hier der Schuss mit annähernd 100 Geimer. Die Wackelkandidaten setzen die Akzente. Luis Gustavo aus. Lamberts ins Kopfballduell zu schicken, ist auch ein Wahnsinn. Und Luis Gustavo mit dem 0:2. 36. Minute. So, Lamberts im Kopfballduell mit Müller. Es ist kein Abseits. Und dann hat Giefer ein bisschen Pech. Ein reguläres Tor. Und wir haben im Grunde zweiter Saisontreffer. Dritter sogar. Die Schlussphase. Was geht noch für die Bayern? Sie haben Olic eingewechselt. Lahm ist mit vorn. Und das ist Ribéry. Setzt sich hier klasse durch. Das ist Olic. Nach langer Verletzungspause zum ersten Mal wieder dabei. Sucht Ribéry, der sieht Luis Gustavo, Tor! Das gibt's doch gar nicht! So sind sie, so kennen wir sie, die Dusel-Bayern. In der 90. Aber tut mir leid. Da sieht Benaglio auch nicht gut aus. Der Ribéry in der Nachspielzeit das 2:1 für die Bayern machte. Shaqiri und Müller und Gustavo und immer noch Gustavo und der ist drin. Jetzt macht das 1:0 für die Bayern, weil Werder ihn machen lässt. Wird zum richtigen Torjäger noch. Unglaublich. Da war Werder 80 Minuten lang die meiste Zeit präsent und wach und zweikampfstark. Jetzt achten Sie mal drauf, wo Gustavo, der kommt hier von Weiner angelaufen. Die stehen jetzt mit 6 Mann auf einer Linie. Der winkt schon. Und jetzt Junuzovic mal so langsam und zaghaft. Ja, Bielitz, ein Torhüter, steht da, glaube ich. Mal gucken, was Jens Lehmann dazu sagt, wenn ich ihn mal wieder treffe. Wenn er auf der Linie steht, hat er vielleicht eine Chance. Super Technik von Luis Gustavo. Und plötzlich, nachdem die Partie hier ausgeglichen war, sind die Bayern 10 Minuten vor dem Ende doch wieder in Führung. Nein, viel zu behäbig, viel zu passiv, kein Druck gemacht auf ihn. Und er sagt mal herzlichen Dank